Hallo, hier ist Michael Adams für StockTelegraph. Und ja, wie auch meine letzten Video-Interviews, ich habe wieder Claudia Tornquist hier. Sie ist Präsident und CEO von Dunedin Ventures. Das Unternehmen notiert an der TSX Venture unter dem Symbol DVI. Und die Wertpapierkennnummer für den deutschen Handel ist die A1W3XF. Das werde ich aber auch nochmal hier unten irgendwo einblenden. Und Claudia, ja, wir haben heute Allerheiligen, Feiertag in wenigstens den meisten Bundesländern in Deutschland. Aber ihr in Vancouver seid natürlich am Schuften für uns als Aktionäre. Direkt da auch kurz Interessenkonflikt. Ich selber habe auch Aktien von und Warrants, Aktien und Warrants von Dunedin. Also alles, was ich sage, ja, also müssen Sie mit Vorsicht aufnehmen, weil, wie gesagt, ich habe ja was davon, wenn der Aktienkurs von Dunedin steigt. Und warum der jetzt steigen wird, das sagt uns Claudia heute. Und insbesondere, weil am Montag diese Woche, das war am 28.10., gab es ganz spannende News, weil über den Sommer war es ein bisschen ruhiger bei dem Unternehmen. Aber jetzt dürft ihr bohren, und zwar auf dem MPD-Projekt. Claudia, herzlich willkommen. Dankeschön, Michael. Ja, wie du schon gesagt hast, es ist eine aufregende Zeit für unsere Firma, weil wir diese Woche jetzt angefangen haben, unser MPD-Projekt zu bebohren. Und da werden wir die nächsten 3 bis 4 Wochen bohren. Und das ist natürlich eine sehr interessante Zeit mit dann Newsflow. Vielleicht zum Projekt kurz. MPD ist ein Projekt, das wir vor einem Jahr akquiriert haben. Was uns an dem Projekt gefallen hat, ist zum einen mal die Lage. Es ist im Süden von British Columbia und es ist sehr zugänglich, direkt neben der Highway mit Strom, Wasser, alles direkt vorhanden. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Es ist sehr kostengünstig zu explorieren und dann auch später zu erschließen. Und das Projekt ist ein Porphyr-Projekt, also sehr großes Kupfer-Gold-Projekt. Es wurde schon in der Vergangenheit gebohrt, hat schon einige interessante historische Ergebnisse. Und mit diesen Ergebnissen, die sind unser Anfangspunkt und da werden wir jetzt natürlich dann drauf aufbauen. Okay, super. Nee, also dann haben wir jetzt ja gleich, denke ich, genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, dass du uns noch ein bisschen auch mehr detaillierte Informationen geben kannst zum Bohrprogramm. Was wollt ihr bohren? Wie seid ihr jetzt auf die Bohrlöcher gekommen? Und ähnliches. Ja, wie viele Meter werdet ihr bohren? Das können wir gleich besprechen. Nur für alle, die mit Dunedin grundsätzlich noch nicht vertraut sind, ich werde irgendwo um das Video herum unsere alten Video-Interviews verlinken. Ja, und wir sprechen da auch über die anderen Projekte. Ihr habt im Moment, glaube ich, 4 Projekte insgesamt im Unternehmen. Ja. Das ist einmal das Kahuna-Diamantenprojekt. Dann habt ihr, was wir gerade besprochen haben, das MPD. Ihr habt auch historisch noch das Trapper-Projekt. Und ihr habt jetzt ich glaube, im Mai diesen Jahres hattet ihr noch das Mojave-Projekt in Arizona akquiriert. Aber jetzt heute Genau. wollen wir den Schwerpunkt definitiv legen auf das MPD-Projekt. Ja, geh mal ein bisschen tiefer in eure Planung für das Bohrprogramm rein. Ihr habt ja jetzt die Genehmigung bekommen. Das Drill Rig ist schon vor Ort oder wie sieht's aus? Ja, unsere Crew ist schon vor Ort. Drill Rig dreht sich schon. Und wir werden jetzt da 3 bis 4 Wochen bohren. Das ist ein kleines Starterprogramm. 1500 Meter sind geplant, bis zu 6 Bohrungen. Okay. Und wir sind auf 2 Zonen fokussiert. Die erste Zone, die wir bohren werden, ist eine relativ oberflächennahe Zone, wo in der Vergangenheit schon sehr goldreiche Bohrintervalle gebohrt wurden. Also eines der besten war damals 120 Meter mit 0,21% Kupfer und dann mehr als 0,9 Gramm pro Tonne Gold als Beiprodukt. Das ist natürlich ein sehr attraktives Bohrintervall. Es wurde vor langer Zeit gebohrt und wir werden jetzt da drauf aufbauen und die Zone, die damals bebohrt wurde, weiter explorieren.
Das ist der erste Teil unseres Programms. Und dann im zweiten Teil werden wir uns auf ein tiefes Porphyr-Ziel konzentrieren. Und das ist aus meiner Sicht das interessanteste Bohrziel. Damals wurde zuletzt 2013 gebohrt. Und damals, das war das erste Mal, dass tiefere Bohrungen vorgenommen wurden. Und die Ergebnisse waren sehr, sehr interessant. Die haben damals in der Tiefe Porphyrmineralisierung gefunden mit guten Kupfergraden und auch ein bisschen Gold mit dabei. Okay. Die Grade wurden besser in der Tiefe und dann ging der vorherigen Firma das Geld aus. Das war 2013, mitten im Downturn. Da war dann einfach nach dem Bohrprogramm kein weiteres Kapital vorhanden. Und diese sehr vielversprechenden Ergebnisse konnten nie weiterverfolgt werden. Okay. Und das ist, was wir jetzt in diesem Bohrprogramm vornehmen werden. Okay, das hört sich gut an. Und ihr seid ja da in so einer Art guter Nachbarschaft, ja, weil ihr habt, glaube ich, rechts und links oder nördlich, südlich, habt ihr ja Copper Mountain und ihr habt Highland Valley. Also das ist quasi ein Produktionsgebiet für den Kupferbereich. Aber kurz noch was anderes, weil vielleicht viele meiner Zuhörer oder Zuseher haben jetzt geschluckt, weil du gesagt hast 0,21%. Das hört sich ja relativ niedrig an, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, ihr habt ja ein Porphyr, dass das... Also den Unterschied zwischen einem anderen Deposit und einem Porphyr, das für die Leute, die da noch nicht so ganz firm sind, kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was du gesagt hast? Es geht ja eigentlich über die Größe und dafür ist das ein sehr guter Gehalt, aber dass du nochmal so ein bisschen da uns up to date bringst. Also die Grade, die wir sehen auf dem MPD-Projekt, sind ähnlich zu den Graden auch bei den benachbarten Minen. Du hattest jetzt gerade Copper Mountain erwähnt, die Reserves von den Copper Mountain, sie hatten gerade ein Update, sind, wenn ich mich richtig erinnere, 0,23% Kupfer. Insofern, also diese Grade sind typisch für die Minen in British Columbia, sind wirtschaftlich. Und was MPD sehr attraktiv macht, ist der hohe Goldgehalt, den man in vielen Bohrungen gesehen hat. Dieses Bohrintervall, das du jetzt erwähnt hast, zu den 0,21% Kupfer, da war damals fast ein Gramm pro Tonne Gold mit dabei. Und das ist natürlich sehr attraktiv. Und das wirkt sich natürlich dann auch sehr positiv auf die Wirtschaftlichkeit aus. Okay, kurze Frage jetzt auch für mich. Ich kenne ja diesen Begriff Goldäquivalent. Ja, da wird ja dann als Goldounce, wenn du noch Silber und Kupfer hast, wird das ja quasi in Goldäquivalent umgerechnet. Wenn ihr jetzt ja hauptsächlich ein Kupferprojekt seid, wird dann Gold in Kupferäquivalent umgerechnet oder wie wird das nachher dann verkündet? Das funktioniert genauso. Heißt dann eben Gold, Silber, die Beiprodukte, tragen zur Wirtschaftlichkeit bei und werden dann als Kupferäquivalent ausgedrückt. Ja, okay. Siehst du, habe ich auch wieder was gelernt. die historischen Sachen, die du da jetzt gerade auch genannt hast, 2013, wie tief haben die denn damals gebohrt und wie tief wollt ihr denn jetzt bohren? Du hast gesagt, bis zu 6 Löcher. Wie viel wollt ihr denn da oder wie tief wollt ihr denn bohren? Und ich glaube, ich habe in der Pressrelease gelesen, 1500 Meter wollt ihr insgesamt bohren. Ist das dann verteilt auf mehrere Löcher oder wie macht ihr das genau? Das kommt ganz drauf an, auf die Ergebnisse, die wir erhalten. Also zu deiner ersten Frage, die Bohrungen, die sehr vielversprechenden Bohrungen, die 2013 vorgenommen wurden, die gingen runter bis auf ungefähr 400 Meter. Und damals wurden in den letzten 120 Metern wurde dann Kupfermineralisierung gefunden. Und es waren 0,25% mit auch etwas Goldbeiprodukt mit dabei. Und dann die letzten 25 Meter waren 0,35% Kupfer, also höhergradig. Und das ist natürlich ganz genau, was man sehen will. Und was auch wichtig ist, damals wurden 2 Bohrungen vorgenommen. Die mineralisierten Intervalle sind 450 Meter voneinander entfernt und haben die gleiche Charakteristik. Das heißt also, die haben damals in die gleiche Zone gebohrt und man sieht schon eine gewisse Größenausstreckung. Und ja, das ist sehr vielversprechend. Wir werden da jetzt weiter in die Tiefe bohren. Und Porphyr-Projekte,
Mineralisierung kann sehr tief gehen. Da gibt es viele Projekte, die gehen 1 Kilometer, 2 Kilometer in die Tiefe. Und jetzt nur als Beispiel, letztes Jahr hat eine Firma hier in British Columbia, GT Gold, ein Projekt gebohrt, und das Discovery Hole von GT Gold waren damals 1 Kilometer mit Kupfermineralisierung. Die haben einfach 1 Kilometer in die Tiefe gebohrt und ja, durchgängige Kupfermineralisierung gefunden. Und das ist unser Ziel, praktisch die Mineralisierung in die Tiefe zu verfolgen und mal schauen, was wir bohren können. Okay, na, das hört sich ja schon mal ganz spannend an, und das sind natürlich auch wirklich Tiefen, ja, die, da schluckt man erstmal, weil normalerweise je tiefer man bohrt, ist es natürlich auch teurer, ja, aber klar, wenn die Gehalte auch noch besser werden in der Tiefe, dann ist das natürlich ganz, kann das ganz spannend sein. Okay, du hattest auch gerade angesprochen, dass die Wirtschaftlichkeit bei diesen 0,21% schon gegeben ist. Und das bringt uns natürlich auch dazu, zum Kupferpreis allgemein, weil natürlich wird die Wirtschaftlichkeit vom Preis für Kupfer auch beeinflusst. Und auch da gab es jetzt insbesondere in der letzten Zeit Entwicklungen durch politische Unruhen in Chile, die ja auch sehr viel Kupfer produzieren. Wie ist denn jetzt aktuell deine Einschätzung zum Kupfermarkt und zum Kupferpreis? Ja, der Kupferpreis hat sich in den letzten Wochen positiv entwickelt. Und ich glaube, viele der sehr Einflussfaktoren, die so ein bisschen auf den Preis gelastet haben, so am Anfang dieses Jahres oder in der ersten Hälfte des Jahres, die haben sich inzwischen so ein bisschen gedreht. Ein wichtiger Faktor, den hast du gerade schon erwähnt, sind die Unruhen in Chile. Chile produziert 28% vom Kupfer der Welt. Und nur um das in Perspektive zu setzen, Saudi-Arabien sind 12% vom Öl, das in der Welt produziert werden wird. Also wenn es Probleme gibt in Chile, dann gibt es Probleme für Kupfer. Und natürlich die Unruhen in der letzten Zeit sind da schon sehr besorgniserregend. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit einer der Einflussfaktoren, die dazu beigetragen haben, dass der Kupferpreis sich jetzt in den letzten Wochen positiv entwickelt hat. Was auch ein positiver Faktor ist, sind die Entspannung, würde ich jetzt mal sagen, von den Wirtschaftskriegen zwischen China und den USA. Die Trump-Administration macht schon ein bisschen mehr freundliche Kommentare. Es sieht so aus, als ob sich die Lage da ein bisschen entspannt. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, der nicht nur auf Kupfer, aber generell für alle Base Metals sehr, sehr positiv wäre. Und dann in China generell die Infrastrukturdaten, gerade die letzten, die veröffentlicht wurden, waren sehr positiv. Starkes Wachstum in der Infrastruktur, und das ist natürlich auch wiederum ein wichtiger Einflussfaktor für Kupfer. Insofern bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass die positive Entwicklung fortfahren wird und wir gute Kupferpreise sehen. Und grundsätzlich braucht ja diese ganze Green Energy und Elektrifizierung von allen Autos und sowas, da brauchen wir ja, jedenfalls sagen das Experten, wesentlich mehr Kupfer als bisher für normales, sag mal, Verbrennermotorauto. Ja. Ganz genau. So, das heißt, eigentlich steigt der Bedarf, der steigt sowieso schon, aber wenn sich das alles wirklich in die Breite zieht, und da sieht es ja insbesondere in Europa so aus, dass zu gewissen Jahreszahlen irgendwann die Verbrennermotoren komplett verboten werden sollen. Ja. Und dann muss halt ein E-Auto produziert werden, was dann halt wesentlich mehr Kupfer braucht. Und nochmal kurz ein Satz zu Chile. Natürlich wünschen wir und drücken die Daumen, dass in Chile die Situation sich entspannt, einfach für die Menschen dort. Ja, aber wie du gesagt hast, für den Kupferpreis ist natürlich das jetzt ein Risikofaktor. Und das Zweite ist zum Handelskrieg, also unbedingt auch Donald Trumps Twitter-Account abonnieren, weil schneller kriegen sie nicht die Informationen zum Handelskrieg. Gut, nee, das war super gut. Also vielen Dank erstmal für das Update. Kurz noch zwei Fragen. Das erste, Ergebnisse. Wann rechnet ihr ungefähr mit Ergebnissen jetzt aus dem aktuellen Programm? Die ersten Ergebnisse werden wir Anfang Dezember,
sollten wir die bekommen und dann gibt es mehr Ergebnisse im Januar, im neuen Jahr dann. Okay, also ihr macht über Weihnachten so ein bisschen Pause, was ja auch Sinn macht, ja, oder das Laborwachtpause. Und im Januar, ja, das macht ja Sinn. Und das passt natürlich auch, weil im Januar bin ich, solange nichts, mal auf Holz klopfen, solange ich wieder bei meiner Familie was dazwischen kommt, bin ich wieder in Vancouver. Dann können wir definitiv auch über die Ergebnisse sprechen. Und das Zweite war, was wollte ich denn noch wissen? Ja, was plant ihr denn sonst noch so? Ich meine, ihr habt ja noch andere Projekte, ihr seid ja auch aktiv, ihr seid ja in der Discovery Group verankert. Ja. Da habt ihr ja auch Zugang zu, nicht nur zu Experten und alles oder Infrastruktur, sondern natürlich auch einen gewissen Dealflow. Ja. Was ist denn sonst noch so geplant? Guck doch mal hier, ich habe doch hier diese Glaskugel. Ne? Guck doch da mal, guck doch da mal rein und sag mir doch mal, was Dani denn in dem nächsten Jahr erreichen wird. Ja, also wir haben, wie du schon erwähnt hast, noch mehrere Projekte. Mojave, unser Kupfer-Porphyr-Projekt in Arizona. Da haben wir auch dieses Jahr alle technischen Vorarbeiten vorgenommen und sind bereit, die Exploration zu beginnen. Und es ist etwas, was wir im neuen Jahr tun können. Hängt natürlich sehr stark ab von unseren Ergebnissen mit MPD. Wenn wir gute Ergebnisse haben mit MPD, dann werden wir direkt weiterbohren. Ansonsten haben wir auch Mojave, was eine Option ist für uns, wo wir, was ein sehr vielversprechendes, interessantes Porphyr-Projekt ist, und was wir nächstes Jahr bohren können. Also eines oder beides werden wir mit Sicherheit fortführen im neuen Jahr. Okay. Wir haben auch Trapper und Kahuna. Da schauen wir uns verschiedene Optionen an. Und wie du erwähnt hast, Transaktionen. Wir sind natürlich immer offen für andere gute Projekte und haben unsere Antennen hoch. Und ja, also mal schauen, was sich da machen lässt. Ja, du möchtest oder darfst da nichts rauslassen, aber, aber vielleicht so viel. Ihr würdet aber im Bereich Kupfer, Gold, Porphyr und in Nordamerika suchen. Also ihr guckt jetzt nicht nach Silberprojekten in Australien, Uranprojekten. Ja. Okay, also ihr bleibt ganz genau, das ist unser Fokus. Und wenn wir ein gutes Projekt finden, dann wären wir durchaus offen, auch weitere Akquisitionen zu machen. Okay, super. Dann danke ich dir erstmal vielmals für das Update. Drückt dir oder euch die Daumen, dass jetzt das Bohrprogramm A ohne Komplikationen läuft, weil da kann ja auch immer mal irgendwas passieren. Ja, also dass das alles gut läuft und dann natürlich auch, dass ihr die entsprechenden Gehalte bohren könnt, finden könnt und dann natürlich auch veröffentlichen könnt, damit dann auch die Aktionäre, sag ich mal, einen versöhnlichen Jahresabschluss haben vom Aktienkurs her, weil der hat sich jetzt über den Sommer, sag ich mal, so ein bisschen langweilig verhalten, ja, was ja sogar in dem aktuellen Umfeld noch gut war. Ja, viele sind ja einfach runtergegangen. Ihr seid leicht runtergegangen, habt euch jetzt gerade die letzten Tage schon wieder ganz gut erholt. Ihr seid jetzt, glaube ich, im Moment bei 8 Cent, ja, wenn das, also 8 kanadische Cent. Wir waren schon ein Stück tiefer. Also ihr habt jetzt schon mal, vom Tief habt ihr, glaube ich, schon mal wieder 25% aufgeholt, ne, ungefähr. Also ihr seid auf dem richtigen Weg. Das jetzt unterstützt zusammen mit den guten Bohrergebnissen, die dann im Dezember kommen sollen. Ja, dann drücke ich euch die Daumen. Viel Erfolg und vielen Dank. Und wir sprechen uns im Januar. Danke, Michael. Tschüss.